Mit großer Bestürzung und in großer Trauer haben wir heute vom Tod unseres Freundes und Genossen Lothar Bisky erfahren. Unsere Gedanken und unsere Anteilnahme sind jetzt vor allem bei seiner Familie und bei seinen engsten Freunden. Die Linke verliert mit seinem Tod einen ihrer Gründungsvorsitzenden, einen ganz engagierten Streiter, einen solidarischen Genossen und eine ganz wichtige Person, einen ganz wichtigen Ratgeber. Die Bundesrepublik Deutschland verliert einen leidenschaftlichen Europäer, einen couragierten Mitgestalter des Projektes der sozialen und politischen Einigung Europas. Und die soziale Gerechtigkeit in diesem Land verliert einen leidenschaftlichen Streiter. Lothar Bisky hat die Partei des demokratischen Sozialismus entschieden mitgeprägt, war sehr verdient bei der Neuformulierung, Neuerarbeitung eines demokratischen Sozialismus, hat für die neue Linke gekämpft und um ihr Zusammenwachsen gerungen. Lothar Bisky hat die Partei der Linken über viele Jahre geführt und das immer im Sinne einer gesamtdeutschen, einer europäischen, einer linkssozialistischen, einer pluralistischen Partei. Seine Fähigkeiten zum Dialog waren unverzichtbar in der Phase der Neuformulierung eines demokratischen Sozialismus und für die Entwicklung einer gesamtdeutschen linken Partei. Lothar Bisky ist immer ein internationaler, ein europäischer Sozialist gewesen mit engen Freundschaften in vielen Ländern dieser Welt. Und obwohl Lothar Bisky viele Parteiämter und Parlamentsfunktionen innehatte, gehörte ein Teil seines Herzens immer der Filmkunst und der Wissenschaft. Das politische Erbe von Lothar Bisky ist für uns Ansporn und Mahnung zugleich. Wir trauern um einen von uns, wir trauern um Lothar Bisky. Wir haben hier unten im Karl-Liebknecht-Haus, einer langjährigen Wirkungsstätte auch von Lothar Bisky, ein Kondolenzbuch eingerichtet. Und wer seiner Anteilnahme hier Ausdruck verleihen möchte, kann es auch in den nächsten Tagen hier tun. Dankeschön.